Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal namens Valheim. Ein Survival-Game, wieder einmal, aber es wird ganz schwer sein, was ich gehört habe, Valheim. Und ich muss jetzt sagen, es ist der zweite Versuch, wo ich das gerade starte, das aufzunehmen. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich wollte gerade damit anfangen, mein Häuschen zu bauen und dann ist einmal mein Spiel ist gecrashed. Und mein PC hat sich einfach von allein neu gestartet und alles, was ich aufgenommen habe, war einfach futsch. Das heißt, wir werden jetzt den Start ein bisschen schneller vollziehen. Hier sehen wir unseren wunderschönen Charakter. Ich habe im Internet, weil das Ganze ist ein Wikinger-Stil, habe im Internet noch Wikinger-Frauennamen gegoogelt. Und da sind mir zwei Namen, was mir eben gefallen haben. Das war einmal Gudrun, weil das heißt so viel wie die Bärenstarke. Und einmal Gunva, die aufmerksame Kriegerin. Das waren die zwei Namen, wo ich so geschwankt bin. Aber ich habe mich für den Namen Gunva entschieden, die aufmerksame Kriegerin. Schreibt man so, mit zwei N und zwei R. Weil Gudrun ist so irgendwie so fast ein normaler Name, ne? Den hat man schon mal gehört. Und Gunva eben nicht. Ich klicke jetzt auf Fertig. Wir starten. Ich glaube, jetzt muss ich da nochmal irgendwie ein Passwort oder so eingeben. Ja, das machen wir noch. Ah, was ich auch noch sagen wollte, ich spiele auf einem Server vom, was der Benno, also der Benno hat den Server. Auf dem Server spielt auch der Stefan und irgendwie ganz viel Freund vom Benno. Aber die Welt ist auch recht groß. Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt mit denen jetzt immer da gemeinsam spielen. Mich halt so mein eigenes Ding machen, aber wenn es sich mal ergibt, dass man sie trifft oder irgendwie so, dann spielt man natürlich gemeinsam. Aber ich werde versuchen, so mein eigenes Häuschen bauen. Die Leute, was da schon spielen auf dem Server, die haben wir schon sehr viel gebaut. Und, aber ich weiß nicht, wo die bauen. Also vielleicht triff ich es mal zufällig irgendein Gebäude von Erna. Der Stefan ist komplett durchdreht schon wieder, was der gebaut hat. Da hat mir ein paar Fotos geschickt. Der ist voll in seiner eigenen Welt. Die Burg. Burg, ja, kann man sagen. Möchte ich mir auf jeden Fall von ihm mal anschauen. Aber jetzt starten wir. Was jetzt was kommt da auch noch ein schönes Intro. Ein schönes Intro. Ich werde meine Kamera schon mal ausschalten. Vor langer Zeit vereinte Allvater Odin die Welten. Nachdem er seine Feinde niedergerungen hatte, schleuderte er sie auf die 10. Welt, bevor er die Zweige des Weltenbaums spaltete, die ihre Gefängnisse trugen. Dadurch gab er sie einem Exil anheim, in dem sie ankerlos umhertreiben würden. Diese Welt fiel jahrhundertelang in einem unbehaglichen Schlaf, doch dies war nicht ihr Ende. Denn während Eiszeiten kamen und gingen, so entstanden auch Königreiche, die sich der Sicht der Götter entzogen. Als Odin vernahm, dass seine einstigen Feinde erneut erstarkt waren, schaute er gen Midgard und entsandte seine Walküren, um die Schlachtfelder nach den größten Kriegern zu durchsuchen. Wenn gleich tot, würden sie neu geboren werden. Ja, boah, voll durch den Baum. Willkommen, sagt er. Wir sind eine Walküre. Okay, Hugin und Munin, liebe Leute, die Vögel von Odin. Die würde die Kraft von Ekti gewährt. Wende sie, wenn du sie brauchst. Der nächste Ziel befindet sich im Schwarzwald. Ja gut, das ist jetzt, das braucht man nicht unbedingt, denn es gibt auf dieser Welt, naja, wie gesagt, ne, die Feinde von Odin und es gibt eben so Bosse, was man erledigen muss. Und was ich weiß, hat der Stefan eben, das ist der erste Boss, den hat er schon erledigt und anscheinend kriegt man dann irgendwelche, naja, Verbesserungen. Aber ich werde die Kraft jetzt noch nicht aktivieren.
Muss ich mich fragen, ob ich den heute jetzt auch noch mal erledigen kann. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ich bin Hugin und ich wurde an diesen Ort gesandt, um dich zu führen. Die dich umgebende Megalithen sind Opfersteine. Du fängst an zu frieren. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Ah ja, der redet jetzt mit mir, aber das interessiert mich jetzt gar nicht. Ich höre da gar nicht zu. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierungen für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genauer untersucht wird, gibt er den Beschwörungsort von Ektir preis, deiner ersten Beute. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du dich auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Ja, ich bringe Nachricht. Wenn die Temperatur bei Nacht fällt, ja, man kann frieren und so weiter, ne? Ja, danke. Du kannst gehen. Oi! Oi, was ist denn das Geiles? Das ist sowas wie der Weltenbaum oder irgendwie so. Na gut, liebe Leute, ich habe ja schon ein nettes Plätzchen entdeckt, ne? Ich glaube, das war irgendwo... Nee, und ist ja verwaschen, im Westen. Und damit, ich würde da wirklich gern nochmal hin. Ich glaube, es war im Westen, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah ja, stimmt, doch, da war ich. Da bin ich auch lang gelaufen. Da war doch dort schon irgendwie so ein Haus oder so gebaut. Und man sieht, ne, man tut Leveln, kann man so nennen, indem man eben eben halt was macht, ne? So jetzt wie mit Hände und so Boxen, dann levelt man eben die Fähigkeit unbewaffnet und so. Genau, da war eben eine Kiste, genau. Okay, das war's. Das ist alles. Ja, wie vorher. Nehmen wir mal mein Lichtchen da raus. Ja, und so levelt man eben, liebe Leute. Was ganz toll ist, da wird es Gegenstände. Ah, schaut, das sind Himbeeren. Die habe ich erst voll spät gefunden, Himbeeren. Ja, Hugin, ich komm. Willkommen, sagt er. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es um deine Gesundheit und... Okay, link, rechte Maustaste. Was ist denn das? Gräuling? Rechte Maustaste. Ah, der brennt jetzt! Geil! Stirb doch! Jetzt erkämpfen und so, es ist wirklich nicht einfach. Also man muss wirklich mit Blocken und so arbeiten. Sonst ist man da wirklich sehr schnell tot. Rechte Maustaste blocken, rechte Maustaste und Leertaste ist ausweichen. Ich hab den aber im ersten Durchgang auch da gefunden, diesen Gräuling. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich jetzt ein... meine ganze Fackel da jetzt verwende. Nach Westen mag ich gehen. Keule? Okay. Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Ja, okay, da sagt er mal eben Holz und Stein. Die kleinen Steine, es ist ja gerade sehr finster, jetzt sehe ich sehr wenig. Ja, ich kennt natürlich meine Fackel hernehmen, ist mir schon klar. Man sieht die sehr schlecht, die Steine, das muss man schon sagen. Löwenzahn, weiß ich ehrlich gesagt nicht, für was ich das brauche. Boxkampf oder was? Komm her!
Komm schon! Scheiße. Haha, rechter Haken, linker Haken! Leute, ich war 3 Jahre boxen. Vergiss es nicht. Ich weiß, wie das geht. Keine Chance gegen mich, das Würstel, ich sag's euch. Oh, das ist ein Ast. Oh ja, und was, man sieht das, ne? Wenn man es einsammelt, dann ploppt es erst so auf und dann muss man das einsammeln. Ich hab da immer sehr viel vergessen dann zum ein... Hört sich das komische Geräusch? Ich glaube, das ist... Ich glaube, das sind so Hirsche oder so. Ich habe versucht, einmal so einen Hirsch zum Jagen. Aber ich glaube, das geht so nicht. Da braucht man eher Pfeil und Bogen oder irgendwie so. Da ist nur ein Gräuling. Solange es nur einzelne sind, ist ja kein Problem. Gegner umtänzeln, liebe Leute. Hua! Alter, ich mach die fertig im Boxkampf. Ausweichen. Und ran, er traut sich nicht, er ist für der Feigling. Oh oh. Was verliert der da eigentlich? Harz. Ja, man sieht, es ist halt sehr finster, aber das ist so Gräuling. Das ist ein Baum. Es ist eigentlich ein Baum. Schau, schon wieder fast vergessen. Ein zusammen. Da ist der Platz. Hoppla, oder? Rennen muss man. Ja, oh Gott. Oh Gott. Da steht meine Werkbank. Okay, warte mal, das war jetzt geschwind. Die Werkbank erlaubte die Herstellung, ja. Danke. Die hab ich da vorhin herbaut. Bevor ich jetzt das Spiel, ich hab da nochmal, ich hab meinen Charakter gelöscht und nochmal neu angefangen, ne? Und ich hab mich da die Werkbank schon her, da. Und jetzt steckt die da. Aber es ist noch immer finster, das verstehe ich nicht. Es war ja Tag. Und so viel Zeit ist jetzt auch nicht vergangen, während ich da meinen Charakter neu erstellt habe. Aber egal. Okay, jetzt warte mal. Ich muss einmal... Ich brauche halt Holz. Okay. Wir müssen noch Holz sammeln. Da ist nämlich echt schön bei Tag. Wenn man da so ist. Und da unten ist dann gleich... Schaut, sie haben sogar Bären übersehen. Was ist denn das für Viech? Diese blaue Augen. Sind die dann noch da mehr Gegner oder andere Gegner oder? Oh, das sind Steine. Hm. Ah, ich glaube, es wird hell, oder? Wird es heller? Hm, weiß ich nicht. Okay, wir brauchen jetzt nochmal Holz. Ich werde meine Fäuste trainieren. Ich glaube, ich werde einfach wirklich der beste Boxkämpfer auf der Insel. Tag 207, jetzt wird Tag. Habe ich da jetzt eigentlich Holz gekriegt? Ich habe 7 Holz, jetzt kann ich mal schon mal... Ich baue mal lieber eine Keule. Obwohl, ich bin der Boxkämpfer. Ach Mist. Okay. Der Pfeil rechts oben auf der Karte. Ich glaube, das ist mir echt der, also die Windrichtung. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie ich versucht habe, so einen Hirschen da zu jagen.
Ich glaube, man muss auch wirklich auf die Windrichtung achten, dass er die bemerkt oder eben auch nicht bemerkt. Nur was mir ein bisschen stört, ich hätte halt gern, man muss bei jedem Schlag drucken, einmal drucken. Ich hätte gern, dass wenn ich es einfach druckt lasse, dass es automatisch dann einfach immer schlagt. Das wäre eigentlich ganz cool. Okay, baue ich mal einen Hammer. Jetzt brauche ich noch mehr Axt. Okay. Oh! Achso, ja, wegen am Hammer, weil ich habe jetzt den Hammer hergestellt, jetzt kann ich ganz viele tolle Sachen mit dem bauen, sagt er mal. Danke, lieber Hugin. Ich brauche ein paar Steine. Da. Jetzt brauche ich nur Holz. Mir ist auch aufgefallen, es ist sehr cool, wenn man jetzt zum Beispiel einen großen Baum fällt. Oder man hat es eben da jetzt auch kurz gesehen mit dem Stor, wenn ich den so aufhebe. Schaut mal. Na, ah, jetzt passiert es nicht, was? Dann rollt. Genau, da rollt halt dann den ganzen Berg da hinunter. So, brauchen wir ein bisschen Holz. Ich frage mich, die höchste Stufe ist, was man erreichen kann beim Leveln. 100? Aber das glaube ich nicht, weil es wird viel schneller gehen. Ich bin jetzt schon bei 10. Mit meinen Fäusten. Ich glaube. Okay. Was? Steinaxt, ne? Habe ich noch nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal zur Werkbank. So. Handwerkstation benötigt ein Dach. Herstellung. Eine Kochstelle. Eine Kochstelle wäre natürlich nicht schlecht. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt auf das Crafting-System. Es sollte wirklich schwer sein. Boden. 1x1. 2x2. Holzwand. 26 Grad. Innenecke. Außenecke. Strohdach First. Was ist denn das? Genau, das mache ich wirklich. Also, was ist kompliziert? Okay, ich baue jetzt einfach einmal. Es ist halt so realistisch gemacht, so, ne? Also, man muss ja die Wände stützen, ansonsten fallen sie wieder ein und solche Sachen oder irgendwie mit Gewicht und so. Ich baue jetzt einfach mal da was her, ja? Mein Boden ist ja nicht. Achso, ich habe zu wenig Holz. Okay, das ist klar. Gut, dann. Davon ist. Schau, wie der taumelt, Alter. Ich habe so viel Kräfte in meine Fäuste, würde ich jetzt schon sagen, in meiner Hand. Aber jetzt hat man es gesehen, ne? Das war ein Baumstumpf. Davon habe ich jetzt aber Wildschwein gesehen. Das möchte ich halt jetzt auch noch erledigen. Hey!
kriege ich Leder, eine Trophäe und ein Fleisch. Rohes Fleisch. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir dann so eine Kochstelle dann gleich mal mache. Und nein, wir könnten noch mal so einen großen Baum fällen. Holzhacken müssen wir sowieso leveln. Oh Gott, da kommt man sowieso nicht aus, weil ich glaube, man braucht sehr viel Holz. Was ist das? Was habe ich? Irgendein Buchsamen. Ich habe also mir erzählen lassen, dass das Baumfällen auch sehr gefährlich ist. Man kann auch vom Baum erschlagen werden, wenn man blöd steht und dann halt in meine Richtung oder so fällt. Da jetzt. Ah, da haben wir schon. Hölzchen, Hölzchen, okay. Ich freue mich ja schon, wenn wir ganz große Tiere mal treffen. Weil es sollte ja da, weiß ich nicht, ganz große komische Viecher geben. Da habe ich auch schon Fotos gesehen. Also vom Stefan und vom Benno. Aber wenigstens kriegt man relativ viel Holz raus. Das finde ich ganz toll. Oh, Scheiße! Jetzt warte mal, wie mich hat das eigentlich... Genau, ich möchte eigentlich meine Fäuste erledigen. Ich nehme es mit 2 auf. Schau, wie der taumelt. Oh, er hat mich getroffen. Jetzt werde ich übermütig. Ich muss ja das Ausweichen auch üben. Nice. Warum kriege ich von dem eigentlich kein Holz? Okay, dann mal ein paar Himbeeren essen. Damit wir dann auch die Leben wieder ein bisschen voll kriegen. Wo ist denn jetzt da eine Gräuling? So, dass sie verschüsst. Du, dein Freund ist schon tot, ne? Feigling. Na. Aber da war doch jetzt nur ein Baumstumpf da. Ja, und da nervt es mich jetzt eben, dass man das nicht druckt lassen kann, dass sie nicht dauernd schlägt. Und ich muss immer jeden Schlag muss ich drucken. Deshalb, das nervt mich schon ein bisschen. Aber naja. Kann ich das auch weg tun? Ja. Das schaut wirklich nicht so schön aus. Raschelt's im Gebälk.
Okay, dann Boden. Ah, da ist dann so schräg, oder wie? Es geht dann da natürlich nicht, das ist klar. Okay, jetzt haben wir da mal so ein kleines... Obwohl, eins müsste die schauen, ne? Das schaut ein bisschen blöd aus. So, okay. Schön ist da, oder? Das schaut viel cool aus. Gut, dann... Wände. Das ist aber... Warte mal, gibt's da sowas wie Fenster? Das wäre natürlich auch nicht schlecht, gell? So, da müsste man aber... Okay, verstehe. Warte mal. Da müsste man dann da oben drüber wahrscheinlich nur so eine halbe Holz von und dann hat man ein Fenster. Vermutlich. So, und da vorne, ich hätte jetzt nur halbe Holzwände. Da mache ich meine ganze Fensterfront. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Mein Spül hängt, bitte nicht schon wieder aufhängen. Aber eigentlich könnt ihr jetzt diesmal mal kurz eine Folgenpause machen. Weil ich wirklich Angst, dass meine Spülung wieder crasht oder so. Dann habe ich wenigstens das schon mal auf der Aufnahme. Aber es ist echt schon. Schaut, da drüben ist ein Reh! Das holen wir uns auch noch. Da kann man sicher Pfeil und Bogen nur machen. Ne, also der Weiß ist ja noch nicht so schwer, ne? Das. Oh, ich schau, meine Tür funktioniert sogar. Das bauen, ne? Aber schauen wir mal. Okay, liebe Leute, dann machen wir jetzt eine Folgenpause. In der nächsten Episode werden wir unser Häuschen weiterbauen. Bis dahin. Ciao.